Hallo YouTube, herzlich willkommen bei Nobody Wants to Die. Vorab als kleine Information, wir befinden uns gerade mitten in einem Nicht-24-Stunden-Stream. Wir sind jetzt bei der 5. Stunde 44, wie ihr oben ja auch schon sehen könnt. Ich habe ja die Zahlen eingeblendet. Es kann sein, dass ich manchmal ein bisschen sehr müde und lallig wirke. Das liegt daran, ich habe nicht so viel geschlafen und ich bin auch nicht gerade so fit aus Bauchgründen, sagen wir mal so. Aber wir machen trotzdem das Beste draus. Chat ist motiviert, ich bin motiviert und wir werden jetzt mal reinschauen, was es bei Nobody Wants to Die erwarten wird. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt mal rein hier, ne? Ein leerer Slot wählen wir auch. Let's go. Living in pain, plagued by sickness, haunted by your own looming mortality? Not anymore. Now there's Icarat, a technological miracle that lets us transfer consciousness from one body to another. That's right, humanity's wildest dream has been fulfilled. The dream of immortality. Now when sickness or old age starts dragging you down, you can bid on a brand new body at your local government auction house. Give yourself and your loved ones a new lease on life. And don't forget, the body subscription service is mandatory for all citizens 21 and older. So protect your investment. Always avoid illicit substances. Never skip any mandated shell inspections. And prioritize your well-being, physical, psychological, and especially financial. Any lapse subscription payments will result in your body being submitted to a bailiff auction. And remember, any and all violations will be prosecuted by the Department of Mortality. Don't you already know who the murderer is? That's not the point. Then at least tell me what's going on. Pass einfach auf, okay? Just watch, okay? This is the best part, where he's questioning the suspect. And when are you gonna question me? You want me to question you? Don't you want to? Soll ich die Handschellen anlegen? Should I handcuff you? We always handcuff suspects. I think you'd better. Sounds dangerous. I'm always dangerous. Too bad you didn't warn me before we got married. Would that have changed your mind? Und wenn es so wäre? What if it had? Where do you think we'd be now? I don't know. Maybe I wouldn't have. Huh? All units, code 305. Prohibition violation at intersection of... Breaking news. The president today signed into law a controversial bill reducing the age limit for free body subscriptions, despite earlier promises to the contrary. Okay, ich glaube, wir werden reingeworfen, Chat. Ich bin verwirrt. Ich muss einmal ganz kurz, glaube ich, Faustsank anmachen, weil ich habe so ein Tearing-Problem die ganze Zeit. Mal. Fucking politics. Ja, ist besser. Und wir müssen die Maus immer langsamer. Passt das von der Lautstärke euch? Ist das angenehm? Passt das? Oh, warte mal. Ja, so ist besser. Passt? Okay. Chat, was ist hier los? Was ist hier los, Leute? Wir sind hier und irgendwas mit Körper. Du hast die Pflicht, deinen Körper zur Verfügung zu stellen. Irgendwie...
War es keine Wahl? Er hatte irgendwie keine Ahnung, was gerade mit ihm passiert ist. Er hat seine Frau gesehen. Er hat irgendwelche Tabletten nehmen müssen. Hat. Ich glaube, das finden wir ja raus. Würde ich sagen, wir gehen einfach mal rein hier, ne? Erstmal, was ist das denn hier? Michi, bist du's? Oh, Junge! Ich bin die Mickey Maus auf Fisch bestellt! Wie geht es euch? Hallo, Chat! Ah! Für den dickköpfigsten und talentiertesten Bastard, den ich je kennenlernen durfte. Couch DH, 7.06.2231. Okay. Okay, wir sind dickköpfig. Da bin ich schon so drauf gekommen, dass wir das sind. Aber let's go. Erst ein bisschen Zeitung lesen hier, Chat. Die große Geste eines großen Mannes, Edward Green, sponserte die Aufstellung im Central Park. Ah, wir sind in New York, wie es aussieht. An diesem Freitag wird der Central Park mit Schätzen aus dem alten Kontinent gefüllt sein. Der Eintritt ist für alle Bürgerinnen und Bürger New York Citys frei. Dies ist der Großzügigkeit des populären Politikers und Philanthropen Edward Green zu verdanken. Erfahren Sie mehr auf den Seiten 3 und 5. Krise, Erlass oder Einspruch. Der Kongress will nicht von dem kontroversen Gesetzesentwurf abrücken, der das Alter zur gebührenfreien Körpernutzung von 21 auf 20 Jahre absenkt. Der Präsident will alle Optionen in Erwägung ziehen, hat aber kein Veto ausgesprochen. Nähere Informationen auf Seite 6. Aha, aha. Skandal im TV. Verlässt Drake Star etwa die Tage des ewigen Lebens? Die herzerreißende Geschichte hinter dieser Entscheidung. Ein moralischer Skandal und ein Körper, an dem er sich nicht wie er selbst fühlt. Interview auf Seite 2. Und das Wetter. Der Wetterdienst sagt eine moderate Luftverschmutzung voraus. Es gelten die Standardverfahren zur Dekontaminierung. Geringe Wahrscheinlichkeit für Regenschauer und leichte Gewitter. Es sind Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad Celsius erwartet. Ja, das wünschen sich einige, ne? Würde ich sagen. Okay. Interessant. Ich dachte, wir können ein bisschen mehr hier lesen. Aber gut. Okay. Hm, haben wir denn hier Schönes? Aha. Congratulations on your new body. May it serve your many years. Oh. Vereinbarung zur Körperleihe Nummer 992837210092329. Okay, Zahlen lassen wir mal weg, ne? Auf unbestimmte Zeit unterzeichnet am 9. Oktober 2329 im Zentrum für Bewusstseinsübertragung in New York City bei den Vertragspartnern James Cara, nachfolgend Empfänger genannt, und dem Amt für Gesundheit nachfolgend Verleiher genannt. Vertragsstand: Körper, Alter 42, Größe 1,83, Gewicht 74 Kilogramm, Geschlecht männlich, Augenfarbe grau, Klasse E, Rabatt 50% NYPD. Ach, guck mal, Chat. Wir haben einen rabattierten Körper bekommen. Ist das nicht geil? Nice. Herausstechende Merkmale: Strichcode auf dem rechten Unterarm, mehrere Narben an Armen, Beinen und Oberkörper. Paragraph 1. Der Empfänger ist dazu verpflichtet, den von Körperkodex vorgeschriebenen allgemeinen Nutzungsvorschriften zu folgen. Ein Verstoß wird mit einer Geldbuße, Haftstrafe und/oder dem Verlust der Nutzungsrechte an den zuvor genannten Körper geahndet. Paragraph 2. Der Empfänger ist dazu verpflichtet, alle notwendigen Maßnahmen zur Wiederherstellung und/oder Aufrechterhaltung aller körperlichen Funktionen zu ergreifen. Ein Verstoß wird mit einer Geldbuße, Haftstrafe und/oder Verlust der Nutzungsrechte an den vorgegangenen Körper geahndet. Paragraph 3. Sollte der Empfänger aus dem aktiven Dienst im NYPD ausscheiden, ist er dazu verpflichtet, unverzüglich den zuvor gewährten Mitarbeiterrabatt an das persönliche Bürgerkonto des Verleihers zu zahlen. Ein Verstoß wird mit dem sofortigen Verlust aller Nutzungsrechte und dem zuvor genannten Körper geahndet. Another 100 fucking years of work in taxes. Great. Ob man, die Sache ist. Ha. Die Sache ist, wir leihen uns einen Körper. Was ist denn da mit dem Besitzer? Frage ich mich gerade so ein bisschen. Irgendwas passiert hier.
Hallo, ey, wir waren euch fertig mit Untersuchen. Was soll das? Kara, how you feeling? Ready to get back in the saddle, Chief? I sent you the papers. Oh, I know. I'm looking at them. Can you hear this? Fuck, what are you... Don't tear them up. Fuck. The accident was barely 2 weeks ago. Look, the committee already thought you were a hot mess. Trying to come back this soon? That's just got him convinced. You know, fucking medical miracle, James. Und den alten Zeiten willen, wegen der ganzen Überstunden. Um den alten Zeiten willen. Chief, we've been busting our humps in the same department for half a century. You know I know this fucking job like nobody else. And you know I've got your back, too. Come on, Chief. You gotta let me come back. My hands are tied. Officially. Yeah? So unofficially, I'm all ears. Political case. Discreet. I'm listening. You'd be doing a favor for a guy whose signature trumps every test and commission out there. Scheiße, yeah. Fuck yes! I owe you, Chief. Goddamn sick leave had me climbing the walls. Not another word or I'll change my mind. Also, without your sync tests, can't get you back in the system. So, I'm gonna put you with a liaison officer. She'll be the one with full access. A babysitter? Fucking hell. You asked for it, Sunshine. Wait, I'll put her on. Ah, cool, wir können uns mal umschauen. Okay, wir haben jetzt einen Auftrag. Also, wir dürfen nicht in den aktiven Dienst zurück, weil wir eine tickende Zeitbombe an sein, das scheint im Chat. Aber, und das ist das Wichtige, wir können inoffiziell arbeiten. Geil. Oh, erstmal hier ein bisschen Moonshine gönnen, ne? Beweisstück. Ah, geil. da haben wir erstmal Beweisstück geklaut. Geil. Ich glaube, da war auch gerade irgendeine Meldung, was mit Prohibition, ne? Ich glaube, man darf keinen Alkohol trinken. Was ist das hier? Versuch. It used to give a bigger kick. Höher war der Kick größer. Was ist das? Ambrosia. Oh. Okay. Ach, Chat, unsere Waffe. Sullivan. Save my ass more than once. Geil. Okay. Nice. Unruhige Hände. Ich bin gespannt. Ich frage mich gerade ein bisschen, ob wir auch laufen können und so. Gucken wir mal. What the? Fucking lock. Yo! Oh mein Gott. That's for the brave new world. So immersive you could drown. But of course drowning is forbidden. Hey, wie geil. Any other exit from paradise. Kara? James? Kara? No, fuck that. No way. Forget it, Chief. You're already on the line. James. Sarah Kai. Sarah. James Kara. Let me go pull some strings. Yo, guck mal an die Decke, Chat. Das ist echt scheiße, was? Bullshit, such good staff mein Gott. Crap. Yeah, I'm fucking thrilled to be working with you, too. What can I say? Your reputation precedes you. Especially after you fucked up half the city with that train. Ich erinnere mich kaum. Well, I don't remember much about the accident. People tell me it was kind of a spectacle. You don't remember? So, what, you haven't synchronized yet? Schiefsteiner vertraut mir. That ought to be good enough for you too. Yeah, well, so did your partner, right? The one who ended up having to get their Icarite reconstructed. Okay, I'm back. You two are best friends now, right? Sorry, boss. Sarah, I've sent you all the authorizations. Forward the package to Karen. Look, you don't have to trust each other. Just report everything. Got it? Steiner out. All right, let's get the show on the road. I need the address of the nearest post office. Fine. Yo, Chat. Holy shit. Also dadurch, dass wir jetzt endlich unsere Ruhe ein bisschen haben. Guck mal, wie krass das aussieht. Sondern das sieht halt so aus, als wäre die Stadt hier oben andersrum, ne? So ein bisschen. Aber ich glaube, das sind einfach die unteren Ebenen der Stadt im Prinzip. So crazy. Okay, gucken wir mal einfach mal. Looks like
TS-45-7. You're in Times Square? Gibt's die besten Filme? Place, play good old fashioned crime stories. Ah. Yeah. You like watching how the cops used to do it? Krass, die Geschichte ist anders, je nachdem. I'll take your word for it. Okay, movie buff. Go for the package. Platform 53D, Terminal 3. Also müssen wir ein bisschen mit unseren Entscheidungen auch aufpassen, Chat. Ja, let's go, ne, würde ich sagen. Okay. Boah, ist schon sehr nice. Having a goal, any goal, is better than inactivity. An alternative to focusing on the symptoms. And the memories. I'm 120 years old, and I don't have any strength left to keep recalling the past. Frage, die ich mir gerade so ein bisschen stelle, ist, Moment, ist es nur Point and Click, sagt man glaube ich dazu, ne? Dass jetzt die ganze Zeit so bleibt? Schauen wir einfach mal. Wir lassen uns mal überraschen. Also bitte nicht in, reinschreiben oder so. Das ist so eine Kombination aus futuristisch und älteren Fahrzeugen. Look, James, we got off on the wrong foot. Ich weiß, wie ich rüberkomme. Hey, people love me. That's just how it is. I want you to understand, I'm in the home stretch for a fat promotion. I've been working my ass off, so I can't afford any mistakes right now. And, you know, you're sort of notorious for unconventional methods. Who? Me? Oh, come on. Everybody knows you don't give two greasy rat shits about regulations. The only thing I ask is that we act professionally, okay? In der Schlange warten, verspreche nichts. Hupe benutzen. Wie bitte? Oh, Chat, sind wir cholerisch? Wir sind cholerisch. Let's go. I can't hear you over all the noise. Great. Real mature. Erstmal ein bisschen Whisky hier gönnen. Ah, schön. It's 5 o'clock somewhere. Was ist denn hier los? Sirenen anmachen, geduldig warten. Was machen Cops im Baseball einem? Was machen Cops bei einem Baseballspiel? Hey, Sarah. You know why the cops got called to the baseball game? Because somebody stole second base. Oh, for fuck's sake, James. Dad jokes. Oh Gott. Ach, der holt den Basie jetzt raus, eigentlich. Oh mein Gott, ey. Und hier seht ihr, meine Lieben, die Parkgarage der Zukunft. Oder so ähnlich. Gehen wir mal hier raus, ne? Mir würde es ein bisschen interessieren, wie er aussieht, um ehrlich zu sein. Ah, wir können uns bewegen. Das ist schon mal beruhigend. Bevor wir das machen. Wir sitzen da vorne drin. Frech. Es ist schon wirklich schon sehr atemberaubend, muss ich sagen. Es ist auf jeden Fall sehr Cyberpunk-mäßig. Kann sogar hier richtig runterschauen. Geil. Schon sehr, sehr nice. Oh, was ist das denn? The girl in the hat overshadows more and more of the city, doesn't she? Sorry? Well, the one from the body auction ad? I haven't seen it. How could you not see it? It's on every goddamn corner. Okay. Over the past 50 years, prices for B and C class bodies have increased by 240%. It's not an auction anymore. It's some
fucking exclusive bidding club. Also das, was als Lösung bezeichnet wurde, ist halt deutlich teurer geworden. Eine Kiste Price halt, ne? Got a monopoly. Still have to advertise. I'd say that tells you pretty much everything you need to know. No matter how much time each of us has, haste is baked into the city's DNA. Glaube ich, lasse Camden in der Karte. Okay. Interessant. Oh. Aber der hier schön ist. Remember to send. Achso. Also hier wurde auf jeden Fall schon mal was geklaut. Eventuell. Vielleicht auch nicht. Unser Auto sieht auch auf jeden Fall auch sehr interessant aus. James, focus on the package. Ja, ist ja okay. Wir holen doch das Paket. Ja, es ist echt so ein bisschen eine Vermischung aus Zukunft und 1900. Was hat vorhin jemand geschrieben? 83, 1989? 84? Keine Ahnung. Früher. Enter your full name and shipping code. James Cara 77112P. Police shipment. Additional verification required. Enter badge number. 984. No authorization. Shit. Sarah, I need access. Oh, right. Enter my number. 116739. Thanks. 116739. Thank you. The package is on its way. We hope you enjoy it. Genießen Sie Ihren Tag. Okay. Have you opened it yet? One second. I have to move my car. Gehen wir mal ins Auto wieder rein. Okay. Achso. Tag mal, wenn das Auto wann ist. Chat, na, wie fühlt sich das an? In einem weiteren Spiel weiß man nicht, was in einem Paket ist. Meine Güte. I'm sorry. So, jetzt können wir in das Paket auch reinschauen. Ich muss mich ein bisschen noch an das Spiel gewöhnen, merke ich gerade. A badge. Missed carrying this lousy scrap of metal. Just don't abuse it, yeah? Remember, you're not reinstated yet. Erinnern Sie mich nicht daran. Keine Sorge. Wir würden doch niemals unsere Marke missbrauchen, oder? Confidential and will be automatically destroyed after reading. Select a section to read the files. Oh, Opfer. Subject's name is Edward Green. Who? Hard to confuse this mug with anybody else. Green's sponsoring some kind of exhibition in Central Park. Saw it on the news earlier. Oh, yeah. I heard about that. Let me look it up. Yep. Supposed to be in a few days. He'll have to get back on his feet pretty damn fast then. Okay, Green, Edward. Oh, shit. Sarah? You okay? Shit. Shit! Oh, I'm reading up on Green. Holy fuck, you know who this guy is? Kalte Füße bekommen. Getting cold feet. Wanna back out? No. No, I'm good. What are we supposed to do? Okay, wir wissen, wer das Opfer ist. Mr. Green. Was ist unsere Mission? Fully Icarite, delivered to the Consciousness Transmission Center. You're telling me the Covenant Chief, the guy who used to be the Secretary of Health, his Icarite's just lying around in a dead body? Fucking hell! Why isn't this going through official channels? Wir verhindern einen Skandal. There's been a scandal. Keep his name out of the mud. You know what could happen if the Icarite of a guy like Green fell into the wrong hands? And the fewer people know about it, the better. The atmosphere's tense because of this bill to reduce free body subscriptions. Exactly. Look on the bright side.
I'm betting Green's gratitude hits the gas on that dream promotion of yours. Where's his body? Ist halt die Frage, wo ist seine Leiche, ne? Top floor. Looks like it's Green's own apartment. You'll get a chance to see the wannabe Olympus with your own eyes. Oh, kommen Sie mit? Want to tag along? No. I'm not authorized for field work. Sie kommen also nicht, also wie auch immer. Sie kommen nicht oft raus. You don't leave the house much, do you? What? What kind of question is that? I'm just connecting dots. You haven't seen the ad that is literally everywhere. Ah, I already told you. Sein guter Detective Chat. And stop detective baiting me or whatever the hell you call it. Regeln sind heilig. They're not fucking sacred, but they are there for a reason. Okay. All right. I'm all up to speed. Then let's get on with it. Attention, documentation will be automatically destroyed. Das heißt, unser Ziel ist es jetzt erstmal, den Leichenarm von Mr. Green zu untersuchen. I know you're not reinstated yet, but have you recovered from the accident? Like, mentally, I mean? Fragst du für mich oder für sich? Ein sehr direkter Dude, würde ich sagen, ne? For both of us. We're in the same boat, right? Listen. Just kick back and put your feet up, all right? You've got nothing to worry about. I'll ping you when I get there. Car out. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er vielleicht nicht über seinen Unfall hinweg ist. Dark City. So I took this job. I'd take any job at that point, even though political cases fester like rust-laced wounds. I was off to hang out with high society, of which I always had a low opinion. Maybe because it consisted mostly of low people. At this altitude, the air was so clean that without a smoke, I was beginning to suffocate. Green Tower. Okay. Interessante Gedanken. Ich hätte dann, würde ich sagen, schauen wir uns noch mal ein bisschen im Green Tower um, ne? Ob hier die Farbe grün auch wirklich präsent sein wird, weil bis jetzt sieht es ein bisschen danach aus. Was sind das hier für... Also wir können schon mal nicht irgendwie hinhocken oder so. Ah, wir können näher zoomen. Okay. Es sieht ein bisschen aus, als hätten die mit Lichtschwertern gekämpft. Aber ich denke mal, das sollen Schussspuren sein. Hier gab es auf jeden Fall einen Kampf, wie es aussieht. Und Mr. Green mag wirklich grün. Guck mal, wir sind ja ein guter Detective auf jeden Fall. Yo! Shit. James, Juhu. Camera. This was supposed to be an accident. Fucker's hanging from the last cherry tree. What do you mean the last? Like, last? Mm-hmm. Let's pull the Icarite and get out of here. Hinweismodus. Drücke Caps, um nach Hinweismodus zu öffnen. Okay, geil. Yo! Chat, das passiert mit den Menschen, die Yuri wehtun. Was? So, gucken wir uns mal ein bisschen hier oben in diesen wunderschönen... Oh, was? Ah, guck mal, Heinz, dein Gadget wegtun. Ah, krass. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten, uns richtig umzuschauen. Okay, interessant. Also, das ist halt... Ich muss mal so ein Bild hinbekommen, dass man nicht den Punkt sieht. Ah,
Das sieht halt schon, also ich finde, das sieht schon krass aus, ne? Muss man einfach sagen, wie es ist. Also da ist auf jeden Fall ein Hinweis klar. Mich würde interessieren, ob wir in diesem Modus halt bleiben müssen, um dann die Leiche oder was es ist dort genauer anzuschauen. Aber machen wir mal gleich. Erstmal, was ist das hier? What do they need protection for? Replacing a whole body just because somebody gouged out your eye is unprofitable, I guess. Not for him. Aha. Sehr viel Vergangenheitsstuff, ne? So. Ja, wir haben auf jeden Fall schon mal. He really got cooked, didn't he? Well, I'm still gonna need a photo for identification. Ey, was ist denn mit ihm passiert? Ist es wirklich Queen's Edge? Chat, ich packe mich mal in eine andere Ecke. Sorry, ich sehe gerade, dass ihr oben nicht sieht, was da steht. So ist besser, glaube ich. Gucken wir mal. Wir packen uns. Packen uns so hin, weil ich finde mal oben in der Ecke ist irgendwie ein bisschen besser. Aber was ist mit ihm passiert? Jo, wenn die Vargas-Barrieren mal wieder aufmocken. Nein, das ist, weil macht Jo mit der Person, die halt eine Gegenüberstellung verkacken. Nun. Okay. Ein Foto machen. Yo, what the fuck? Hä, wie interessant. Drück ein Foto. Also drück in die linke Maustaste, um ein Foto zu schießen. Ist es wirklich Greens Leiche? Weiß ich nicht. Finden wir ja raus. Es ist auf jeden Fall. Ein bisschen ist ihm was passiert, würde ich sagen. Es könnte sein, dass er ein bisschen angekugelt ist. Ich bin mir aber gerade nicht so sicher. I mean, it could be him. Could doesn't cut it. We have to be sure. This is guesswork, James. I won't identify him, not officially. Ich habe eine Idee. I have an idea. You won't like it. This is a federal case, James. And we're supposed to pull Green's Ikarite, not someone's. Moving on to reconstruction. Rekonstruiere Greens Körper. Alte Tab gedrückt, um das Gadget-Menü zu öffnen, okay? Ja. Ah. Halte gedrückt wieder Rekonstruktor aus und lasse Tab los. Achso, warte mal. Haben wir den noch wirklich in der Hand? Ja, jetzt haben wir den in der Hand, okay. Rekonstruktor. Basierend auf deinen gesammelten Informationen kannst du Fragmente des Ereignisses rekonstruieren. Halte die linke Maustaste gedrückt, wenn die linke Leiste aktiv ist. Halte die rechte Maustaste gedrückt, wenn die rechte Leiste aktiv ist. Halte beide Maustasten gedrückt, wenn beide Leisten aktiv sind. Oh nein, Quicktime-Events-Chat. Oh, oh, ich glaube nicht, dass das gut laufen wird. Aber ja, klar, klar. Ach so, jetzt. Yes. Ah, okay. Mit dem Rekonstruktor kannst du die Zeit zurückspülen. Der gelbe Bereich im Rekonstruktor zeigt einen Moment an, in dem etwas Bedeutendes passiert ist. Halte Q gedrückt, um die Nadel im gelben Bereich des Rekonstruktors zu bewegen. Wenn du die Nadel zu weit bewegt hast, halte E gedrückt, um wieder zum relevanten Bereich zu kommen. Ah, interessant. Es ist ein bisschen ähnlich wie bei Cyberpunk, ne? Nur, dass es nicht so mit der Zeit ist, sondern mit den Aufnahmen. You seen this? What? Anomalie! Halte E gedrückt, um die Nadel in den gelben Bereich des Rekonstruktors zu bewegen. Oh, aber ich hoffe, ich kann mir das auch alles merken. Gehen wir nochmal zurück. Betritt den Bereich der Anomalie und suche nach weiteren Spuren. Entschuldigung, ich habe das Wort falsch ausgesprochen. Betritt den Bereich der Anomalie und suche nach weiteren Spuren. So, okay. Dann gehen wir doch mal hier rein, ne? Du hast aber keine schöne Zeit da gehabt. Richte
die Maus auf Greens Kopf und halte die linke Taste gedrückt, um sein Ichoiri zu analysieren. The Ichorites melted. So? Ichorite. Sure is problem. Come on, let's go. Sarah, he's dead. What? Like, you mean final death? Dead? Well, just, I mean, fix it. Look, Sarah, Sie auf. I've seen this before. It's not some random glitch. The thing's been oxidized, understand? Somebody wanted to make damn sure Green wasn't coming back. Oh, I am in deep, deep shit. Look, he's hanging from a fucking tree. What someone? Then why is the tree burned? James, this is crazy. If something goes wrong, you're hung out to dry. At least we have a theory of the crime. Omega code 112358. Suspected murder. Was ist mit Green geschehen? Ja, das ist halt die Frage, was mit Green geschehen ist. Eine bekannte Substanz hat das Innere des Reds schmelzen lassen, okay. Ist die Frage, warum? Gucken wir uns mal den Körper an. The right side of the body is more heavily charred. The tree must have exploded after he'd been hanged. Ja, das mit der Explosion, das macht schon ein bisschen Sinn. Verkohlte Haut. Jede Menge verkohlte Haut und Knochen. Ein Teil der Haut ist eingerissen. Aber warum ist der Baum explodiert? Wie kann man einen Kirschblütenbaum explodieren lassen? Bitte. James, stop doing this. It wasn't just a fire. I'll find the cause and we're out of here. Okay. Halte Kunde gedrückt, um die Registrator zum gelben Bereich zu kommen. Betrete den Bereich der Anomalie und suche weitere Spuren. Okay, das kriegen wir mal ein paar Mal erklärt. Also wir werden uns auf jeden Fall nicht vergessen. Okay, hier haben wir die Explosion gerade. Es ist die Frage, ob wir hier irgendwo scannen können, warum der explodiert ist. Also ob wir irgendwie eine Bombe finden oder sowas, Chat. Also hier ist der gelbe Bereich. Der ist auch nur da vorne. Das sieht schon crazy aus, ne? Wieso ist der Baum explodiert? Das ist halt die Frage. Wie finden wir das heraus hier? Wir sind im gelben Bereich, ne? Ja doch, wir waren im gelben Bereich. Ob wir das irgendwo von woanders sehen können? Ich habe schon wieder halbe Tutorial vergessen, glaube ich. Ach hier, meine Güte. Oder ich mache einfach die Augen. James, don't fucking ignore me. Warum hat sie so eine krasse Angst gerade? Also wir haben hier leicht entflammbare Substanzen. Und wir haben einen Röntgenmodus. Rekonstruktor Röntgenmodus, okay, wild. Interessant. Dann machen wir mal ein bisschen Röntgen hier, ne? Mit dem Gerät kannst du Objekte röntgen. Halte die linke Maustaste gedrückt, rechte Maustaste gedrückt und folge den Kabeln, um den Generator zu finden. Wenn du den Generator gefunden hast, ziele auf ihn und halte die Taste gedrückt, um ihn zu scannen. Aha, okay, okay. Ah, hier, Chat. Auf zum Generator, würde ich sagen. Mit unserem wunderbaren Röntgengerät. Well, I can see you're having a great time. Right. Wo ist denn unser wunderschöner Generator? Ach, Mensch. Da ist er doch. Unter dem Boden ist er. Schauen wir mal. Shit, my eyes. Smells like a fucking distillery. Someone set up the short circuit. Das klingt aber. Kara, what are you doing? Das war ein Mord. Murder, Chief. Not an accident. Hey, Chatzilla. I don't want to hear another word out of your mouth. You're going to drop whatever shit you picked up. You're going
going to write a clean report about a tragic accident. Got me? You pronounced murder wrong. I'm not asking. Tell him. All you were supposed to do was pull Green's Icarate. End of story. Can I get it on the record that I strongly advised against this course of action? I should have known better. I should have known you couldn't handle it. But it's just an Icarate pull, I thought. Surely Kara can't fuck up something that simple. He gives us kind of accurate, man. I can tell you, there's no Icarate to pull. Green's got oxidized. It's a homicide. And it's staring us in the face, like it or not. Now, I can look into this and... It's not our case. Write it up as a suicide. Oh, it's a suicide now. I thought it was an accident. You can call it a motherfucking ascension for all I care. Just get it off our books. The longer I sit here, the more it all stinks. And it's not just Green's rotting corpse. Wieso hat der Baum gebrannt? Das müssen wir immer noch raus. Die Sache ist, warum wirkt es so auf mich, als würde man das Ganze wirklich so extrem vertuschen wollen, Chat? Warum wollen die das so krass vertuschen? Merkwürdig. Rekonstruieren wir das erstmal hier in der Runde. Zack, zack, zack. Ob wir den Baum gleich sehen? Halte die Leertaste zusammen mit Q oder E gedrückt, um das Zurückspulen während der Rekonstruktion zu beschleunigen. Ach geil. Someone put the transformer and it caught fire. Cable acted like a fuse. That's what caused the explosion. It's getting more and more obvious why nobody wants to work with you. I'll look for any pre-explosion traces, then we're out of here. James. I wasn't born yesterday. You said that before, and I don't believe you. Ich verstehe gar nicht, warum sie nicht glaubt. Meine Güte. Ja, der Baum sieht aber... Guck mal, Leute. Der Baum, der sieht doch... Sieht schon schön aus. Ich finde schon... Und besonders ist der so... So mystisch groß. Mäh, warum jagt man sowas in die Luft? Mal wirklich. Oh, was ist das denn? 10. Ne, 21.10.2329. Ist das ein Datum? Okay, this is some kind of emblem. Beweisstück. It's starting to get interesting. Someone carved this date long ago. What's up with the snake? Check the encyclopedia. Ich finde auch, dass sie so wunderbar nicht zynisch ist, die Frau, ne? Okay. Frag mich, ob man hier uns, wir uns gleich noch ein bisschen umschauen können. Frage. Was ist hier von Interesse für uns? Ach, hier. Analysieren wir das Ganze mal. Someone tried to smash that glass before the explosion. Cracked it and left a handprint. Handabdruck stimmt mit Greens. Der Handabdruck stimmt mit Greens Hand überein, okay. Stop it. James, you've got to stop this. Hier ist Hinweis zum Zeitpunkt der Explosion des Baums. Die Frage ist: Das ist ja gerade Green, den wir hier sehen und rekonstruieren. Ich denke mal, das, was hier passiert, ist nicht freiwillig. Und es sieht ein bisschen nach hinten aus, als hätte er eine Schusswunde, ne? Also von der Wirkung halt her, würde ich sagen. What? What's he doing? Oh, you're finally paying attention. Great. So, now the question is, did Green try to crack open that plate with his own forehead? Or did somebody else use Green's forehead like a ball-peen hammer? Aber warum will er den Glasboden mit seinem Kopf zerschlagen? Why can't we see the killer in the reconstruction? He covered his tracks pretty damn skillfully. So someone was here. Fucking hell. What? You gonna tattle to the chief again? Would you just let that drop already? What's done is done. No point in picking at it. Hacken Sie nicht drauf an.
Warten Sie mal. Wait, wait, wait. We're not going to work like this. There's got to be at least a baseline of trust here. Yeah, well, that's all well and good, except we're running out of time to figure out how the tree got set on fire. So, come on. Chop chop. Shit. What happened? The fuse is just blew. What? Why? The reconstructor needs massive amounts of energy. Sometimes the limiter doesn't adjust to the environment and pop. Blown fuses. Aber es stellt sich immer noch die Frage. Notbeleuchtung. On the emergency lights. I wonder what the chief would have to say about that. Don't thank me and for fuck's sake get a move on. Heilen Sie sich einfach. Muss sagen, finde das Interface irgendwie unübersichtlich. Ja, es ist gewöhnungsbedürftig tatsächlich. Ich verstehe, was du meinst. Kommt aber mit der Zeit. Also ich merke, dass ich langsam mehr klarkomme damit. So. Wir haben da was am Kopf, was leuchtet gerade auf einmal. Die Frage ist, er haut seinen Kopf hier auf das Ding drauf. Im Prinzip wird der Täter nicht angezeigt. Das bedeutet, dass wahrscheinlich der Täter seinen Kopf dagegen haut. Das wäre jetzt so meine Vermutung gerade. Something went off here. Okay, schauen wir mal. Das hier? Probably some kind of relic. Vermutlich ein altes Relikt. An meine besten Freunde. Immer günstige Winde. Green. To the best of friends, always auspicious winds. Green. That asshole had friends. Hard to believe. I'm getting a bad hit off this thing. Ich merke schon, Green hat sehr viele Fans in dieser Stadt. I wonder which one's the best friend now. I wonder why a gift from Green is in his own home. Let's see what the patient has to say. Wir hatten auf jeden Fall drei Personen gerade, ne? Richtig sehr, okay. Er hat auf jeden Fall zwei Freunde, das heißt, im Prinzip hat man theoretisch zwei Verdächtige, ne? Vielleicht. So. Match to Green's blood type. He was fighting with someone. Or he cut himself as he jumped. Die DNS stimmt mit Greens Leiche überein, so viel weiß ich schon. Ein Gespür für solche Dinge. We learn fast. Gibt es Spuren zum Zeitpunkt des Greensturz? Finden wir das doch mal heraus, würde ich sagen. Ne? So, da hängt er wieder am Baum. Aber hier ist noch nicht explodiert. Schaut mal, das ist halt sehr interessant. Also hier gab es einen Kampf und plötzlich hängt er hier. Also hier, ab dem Zeitpunkt hat man versucht, es wie ein Selbstmord darzustellen, würde ich sagen. Und mit der Explosion hat man wahrscheinlich versucht, nochmal Beweise zu vernichten. Oder was denkt ihr? Hat schon, ja. Interesting. Die Frage. He fell from there. If he cut himself on the railing, there should be blood on it. Er ist runtergefallen von der. Aha, interessant. So wie er fällt, ist es auch eher nicht so, dass er das freiwillig gemacht hat, so vom Gefühl her, würde ich sagen. Aber wir sind hier in den Scan-Bereich. Sind wir aus dem Scan-Bereich raus, okay. Hab schon vorgegriffen. Someone must have pushed him. Jemand hat ihn runtergestoßen. Das ist das, was ich schon gesagt habe. Eine kaputte Balustrade. Ich habe in meinem Leben noch nie das Wort Balustrade benutzt oder gehört. Für mich ist das ein Geländer. No trace of blood on the railing. So he didn't cut himself here. This is weird. Okay,
Okay, schauen wir mal, wie es weitergeht. Was steht da hier oben? Gelände ist nicht fancy genug. Ja, ich merke das schon. Ich habe manchmal das Gefühl, wir müssen rein und raus gehen irgendwie. Die Sache ist, ist ein Kabel nebenbei. Man sieht richtig an, dass er das nicht freiwillig macht, finde ich persönlich. Und hier ist ein bisschen Blut. Green's fingerprints are on the railing. So he was leaning against it? Looks that way. Entdecke Substanz Polyurethan, thermoplastischer Gummi, Polyvinylchlorid. So wirkt es ein bisschen, als hätte man ihn gezwungen, hier hochzulaufen. Wisst ihr, wie ich meine? They came from this side. They? Half of the reconstruction is inconsistent. Someone must have been messing with it. Jemand hat daran rumgespielt. We don't have enough information to find the other one. Ich will Informationen zu der anderen Person. Er wurde gezwungen. Green ja, sich genauso. Did whatever the perpetrator told him to. I'm thinking he put the rope around his own neck and then destroyed his own ichorite. Well, in any case, Green didn't jump. Someone pushed him. Jemand hat ihn geschubst. Gehen wir mal hier rein. Wir haben hier blutige Fußabdrücke. Wait. There's a blood trail here. He must have gotten cut before the hanging. Do you have a UV lamp? Ines stimmt mit Greens Leiche überein. UV ist schädlich. Nicht, dass wir das Beweise hier kaputt machen. Achso, wow. Es geht ja einfach nur um Krebs. Wow. Benutzen wir unsere wunderschöne UV-Lampe. Gucken, was wir da herausfinden. Entschuldigt. Okay, Entschuldigung. So, benutzen wir doch mal unsere wunderschöne UV-Lampe. Wo ist sie denn? Mit der UV-Lampe kannst du Spuren auf Oberflächen entdecken. Halte die linke Maustaste gedrückt und erkunde das Gebiet, um Spuren zu entdecken. Folge den Spuren, um weitere Hinweise zu finden. Okay. So. Erstmal ein bisschen die UV-Lampe benutzen, Leute. Hier haben wir die Blutgruppe BRH+. Okay. Hi, wie geht's dir? Nicht so gut, ne? Würde ich sagen. Achso, ne, da ist wieder Inscan. Ne, für Rekonstruieren brauchen wir erstmal ein paar Infos. He was walking up these stairs. Kam die Treppe hoch. Unusual shape. Like he was lying here. Er war in seiner Blutgruppe. Die Sache ist halt. Wenn wir jetzt so ein bisschen schauen. Mal rekonstruieren. Er wurde halt geschubst oder er war schon so schwächlich, dass er, also dass er halt schon wirklich kaum Kraft hatte. Meine Güte, mein Deutsch ist aber wirklich on point. Okay. Können wir zumindest ein bisschen die Zeit wieder rekonstruieren, wie es aussieht? More like he's begging for mercy. Das ist halt die Frage. Ich glaube, es ist eher um sein Leben flehen. Da hat er schon recht, so ein bisschen. Er hat ja immer noch eine Verletzung halt, ne? Es sieht halt die ganze Zeit wie so. Also es wurde ja auch gesagt, es ist ja eine Stichverletzung oder Schnittverletzung. Halt die Frage, woher und warum? Another trace of blood. Hit it with the UV lamp. Greens Blut. DNS stimmt mit Greens Leiche. Nein, okay, jetzt haben wir wieder die UV-Lampe. Also hier ist auch, hat er einiges an Blut verloren. Aber es ist halt nicht mehr da, das Blut, ne? Also im Prinzip. Im Prinzip.
haben die hier auch das Blut rein, also weggemacht. Rekonstruieren. Aber was wollen die gerade von mir? Hilfe. Achso, oh, muss ja die Taste gedrückt halten. Ich bin so lost, ne? Ich warte die ganze Zeit, dass die Lampe angeht. Das ist immer noch sein Blut nebenbei. Legend of Lily, danke für den Usam 10 Monate mit Twitch Prime. Dankeschön, dass ich dein Prime sein darf. So. Und hier haben wir auch diesen riesigen Blutfleck wieder. Also ist halt schon spannend, was so in diesem Spiel in der Zukunft halt man mit der Technik alles machen kann, ne? Schon crazy. Und wo kam Green? Das ist eine Sache, die wir uns alle fragen im Moment. Oh. Hat er das verdient? Er tut mir schon leid. Also er hat Alkohol in der Hand. Das ist auf jeden Fall eine andere Flüssigkeit. Hm. Hat er das verdient? I do. And it still wasn't enough. Shit. Sounds like you hated his guts. Oh, please. Die Frage analysieren wir mal. He's got something on his clothes. Some kind of chemical? Huh. The reconstructor's coming up goose eggs on its composition. Must be rare as shit then. Muss verdammt selten sein. Und wir haben keine Möglichkeit, das zu analysieren gerade. Interessant. Schauen wir mal. Wahrscheinlich ist es einfach der Alkohol oder so. Oder E.T. Stretches across the floor. I'll switch to UV. Oh, now don't pretend you're not afraid of UV anymore. I am not afraid of the lamp. Only radiation. We're not discussing this. The tracks lead this way. Und für hier lang. Die mögen sie auch richtig gerne, ne, die beiden. Ob wir mal erfahren, wie sie aussieht. Rummaging around the transformer? Und auch man jetzt so unbekannte Substanz. Dann rekonstruieren wir mal. Ah, wo lang läuft der denn überall? Ha. Er hat auch hier die Schnittverletzung. Wir gehen immer mehr in diese Ecke, ne? Im Prinzip. Vielleicht waren die Freunde da von dem Bild. Oh, sorry, Jay, ich bin so am Thesen machen. Ich liebe es, Thesen aufzustellen, ne? Geht mir der Herz richtig auf gerade. Ich merke das schon. Oh, oh. Haben wir denn hier? Aha. The cables are torn out. Same as the one around Green's neck. You think he did it? I think someone made him do it. Echte Substanz, synthetischer Spiritus, Kakerlakenwachsöl. Was ist Kakerlakenwachsöl? Misty? Statement? Okay, er muss auf jeden Fall das selber rausziehen, okay. Oh. Ist denn die Zeit wieder? Oh, shit. What a fucking mess. Ja, also er sieht auf jeden Fall nicht davon. Die Sache ist so, er wird gezwungen, das rauszureißen. Aber warum hat er die ganze Zeit den Alkohol in der Hand? Ist das überhaupt Alkohol? You know what I think? I think it all looks exactly the way the perpetrator wanted it to. Seriously? You're repeating yourself. Seriously? Sie wiederholen sich selbst. Wow. Nee, Mann, okay. Was haben wir denn hier? Oh.
James? I've lost visual. Will you come back to me? James! Sarah? James, where you at? Ganz ehrlich, ich bin auf dem Klo. Sitting on the crapper at home. You want more detail? Because I can give you more detail. Whatever. The feds are on their way there, so consider this a heads up. If they find you, I don't fucking know you. Are you... You're serious? We've been friends for fucking decades and you're gonna hang me out to dry? Huh. Sympathisch. How's the situation? They're coming. Time to clean up. Sarah, if we're gonna keep working together, you're gonna have to promise me something. What? Nie mehr hinter meinen Rücken. That you'll never do anything behind my back again. Are you fucking kidding me? Are we gonna pinky swear? Should I let you know every time I change a fucking tampon? James, the feds are coming. So grow up there and please, with a fucking cherry on top, clean up this mess. Whoa. Yes. Now, come on, move before they bust us. Gut, dann spulen wir mal das Ganze hier zurück, ne? Niemand wird das merken. Dann mal ganz schnell weg hier, würde ich sagen. Lass die Wohnung. Ob sie räumen den Tatort mit der Rekonstruktor auf. Die Sache ist halt... Was ist das? Horses? No, Pegasi. Sarah, that's a horse. Pegasi are mythical creatures. Some paleontologist you are. These days... It looks like a door. It must be opened remotely. Maybe I can find something with X-ray. Chat meinte, wir haben Zeit dafür, das noch zu machen. Uns mal einfach nur umzuschauen. So viel Zeit muss sein. Mensch. Hat es keinen Code benötigt. Open Sesame. Ne, wir haben ja ein bisschen Zeit noch, ne, uns mal zumindest umzuschauen. Drücke F, um die Taschenlampe einzuschalten. Drücke F. Just saying. Hallo. Drücke F. Taschenlampe, Fragezeichen? Hä? Hä? Haben wir die Taschenlampe noch nicht? Momentchen mal. Ist das wirklich F? Taschenlampe ist F. F wie keine Taschenlampe. Dann ging bei mir auch nicht. Ja, dann haben wir die wahrscheinlich noch nicht. Das ist meine Vermutung gerade. Mhm. Ja, ärgerlich. Hab ein bisschen Angst, dass wir hier was verpasst. Oh. Aha. Sand. So. Hier haben wir noch mal. Never got remarried. What happened to the first wife? Refused Ikarite. Died a natural death. But wasn't that illegal? She would have had a top-down warrant served, right? Green only introduced that legislation after her death. Hang on. Are you telling me Green couldn't handle it that his wife died, and he fucked up our whole fucking society because of it?
far as I can tell, people's bullshit personal trauma is always what fucks up society. Ja, der Mr. Green ist auf jeden Fall ein sehr sympathischer Kerl, ne? Können wir die klauen? James? Probably synthetic. What you might call tobacco adjacent, or shit, maybe they are real. James, tell me you're not going to steal a cigar. Not like he's gonna smoke. Ja, natürlich klauen wir die. Now you can add thief to your CV. Wisst ihr, Chat, wir werden von einem NYPD sehr schlecht behandelt. Das bedeutet natürlich, wow, dass wir auch uns manchmal was gönnen müssen. Er lebt aber auch seinen Traum, ne? Oh je, Chat, ey. Das sieht ja mal richtig krass aus. So, wie groß einfach diese, Ich find's krass, wie das wirkt. Also da unten ist ja die ganze Stadt im Prinzip und das da oben einfach diese Skyline. Das sieht so krass geil aus. So ist die Aussicht von Yori nebenbei in New York. Was? So, was haben wir denn hier so Schönes? Top Secret. Clearly trying to get rid of those. Didn't make it. Or someone stopped them. Bevor ich das lese, ich schenke mir mal kurz was zu trinken rein. Guck mal, ich wäre jetzt fast gegangen. Also, ich merke mir, bevor wir etwas rekonstruieren, schauen wir uns den Ort nochmal genauer vorher an. Weil stellt euch mal vor, wir hätten jetzt wirklich keine Zeit und das Spiel würde uns forcieren. Es würde uns forcieren. Zu gehen. Da hätten wir super viel verpasst. Sehr geehrter Herr Green, wie gewünscht schicke ich Ihnen anbei die gewünschte Liste. Alle Personen darauf wurden auf mehreren Ebenen durchleuchtet. Einige meiner Antikorruptionsfreunde haben ihre Verbindung zur Politik bestätigt. Keine der aufgeführten Personen wird nach ihrem Schuldspruch Einspruch einlegen können. Zudem wird keine der relevanten politischen Persönlichkeiten mit Ihnen in Verbindung gebracht werden können. Ein geringes Risiko also. Wie lautet der nächste Schritt? Es ist alles vorbereitet. Smith, Oliver, Jake, Murphy, Noah, alleinstehend, Jones, Jack, Connor, O'Kelly, Johnson, Samantha, Olivia, verschuldet, Williams, Charlotte, O'Sullivan, Joe, Drone, Linda, Walsh, Abigail, Margaret, kriminelle Vergangenheit, Taylor, Ethan, David, alleinstehend, Davis, Ilsa, Isla, Brian, Miller, George, Wilson, Reese, Byrne, Richard, Körperverletzung, Davis, Charlie, Evans, Emma, Mary, alleinstehend, Orion, Kyle, Garcia, William, Damien, wiederholte Feststellung der Verwendung illegaler Substanzen, Thomas, Bethany, O'Connor, Alexander, geisteskrank, Rodriguez, Poppy, Roberts, Margaret, verschuldet, körperlich angeschlagen, O'Neill, Lauren, hochachtungsvoll, C. Steiner. Ah. Ha? Sehr interessant. Ich muss sagen, ich würde nie in so einer Welt leben. Da fehlt mir die Natur doch sehr. Ist halt die Frage, ist die Natur wirklich komplett weg? Schauen wir mal. Wir brennen das natürlich. That was evidence. For fuck's sake, James, who do you think you are? What gives you the right to just do whatever you want to do? Hey no. Don't be envious. Der Feuerteufel. Okay, wir haben jetzt gerade unseren Freund gerettet, wie es aussieht. Was ist das? Von der ersten Mondlandung? Oh. Green sponsored it. When I was little, I wanted to be an astronaut. But after this disaster, Green shut down the whole program. Well, the first mission did crash. Yeah, during the landing, everything else went smooth as silk. You know, it had to be some kind of sabotage. You mix in political bullshit and poof, the whole program goes up in smoke. Okay. Es gibt super viel über die Welt zu erfahren, tatsächlich, ne? Bin gespannt, was wir alles so erfahren werden. Oh, was haben wir denn hier? That's his signature. And look what happened to him.
US-Unsterblichkeitserklärung im Kongress am 18. Juli 2137. Die Unsterblichkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika. Manchmal ist das aber ein bisschen interessant. Die Unsterblichkeitserklärung der Vereinigten Staaten. Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass dazu Unsterblichkeit, Freiheit und Streben nach Glück gehören, dass zur Sicherung dieser Rechte ein universeller und gerechter Zugang zu Accurate eine unsterbliche Bedingung ist. Die Sache ist, ich würde erst gerne mehr lesen, meine Lieben, aber tatsächlich ist das Ding ich kann nicht scrollen. Ist meine Maus gerade kaputt gegangen? Nee. Boah, ich kriege voll die Paras gerade. Hä, wie schade. Oh, wie doof ist das denn? Die Sache, hä? Och man, wie sad. Okay, so he's interested in art. Doesn't seem to be too much he's not interested in. Kunst zu Ehren der Unsterblichkeit. Central Park wird zum Museum. Prominente Künstler stellen aus. Verpassen Sie das auf keinen Fall. Informieren Sie Freunde und Familie. Am 25. Oktober geht's los. Völlig kostenfrei. Warum lohnt sich das? Monumentale Exponate, inspiriert von der Kultur und der Tradition des alten Kontinents, regen nicht nur zum Nachdenken über die Vergangenheit an, sondern strahlen auch ungebrochenen Optimismus für die Zukunft aus. Das Hauptthema der Ausstellung ist der Triumph der Menschheit über die Übel der Vergangenheit. Über Schicksal, Zufall, Tod und Zeit lassen Sie uns diesen Sieg gemeinsam feiern. Alle Exponate wurden von Kuratoren des New Yorker College of Art ausgewählt. Der alleinige Sponsor dieser Ausstellung ist Edward Green. Vielen Dank im Namen aller Bürgerinnen und Bürger. Aha. Okay, ne? Ja, okay. Interessant. Ich bin gespannt, ob wir diese Ausstellung auch selber mit eigenen Augen sehen dürfen. Was können wir eigentlich hier noch so klauen? Ich meine, uns anschauen. See how much good he's done? He helps children. Orphans, supposedly. We can't know for certain. I mean, maybe he really did help them? Oh, sure. He helped them all sign up for the first body subscriptions that they could never afford. Glaube ja nicht so ganz, dass er denen da wirklich aufrichtig geholfen hat. Was mich aber interessiert, wartet mal. Hier ist wieder sowas Rotes, Leuchtendes. Aber ich gehe mittlerweile nicht mehr davon aus, dass es Schüsse sind, sondern einfach von der Explosion so Asche-mäßig, so Glut. So heißt das Wort. Jetzt so meine Vermutung. Habe ich immer noch von meiner Taschenlampe ist nebenbei, aber lass nicht drüber reden. Haben wir denn hier oben Schönes? Sind das Proben? Has a fragrance museum in his home? Aromatherapy helps with synchronization. Aromatherapy? Sure. Pity we're all rolling around in sewage. James, is that chocolate? That's what it says here. Can I ask you to do something for me? What, you want me to steal evidence? I thought you had a stick up your ass about thievery. No. I mean, yes. Listen, could you describe the scent to me? Ja klar. Let's go, Chat. Erstmal eine Schokolade riechen. Mach ich den jetzt beim Einkaufen auch. Mmh, das riecht wie... Es riecht wie Tabak. Es riecht wie Fett. Es riecht wie ein Pilz. Hä?
Was sind das für Auswahlmöglichkeiten? Egal, es riecht. Es riecht nach Pilzchat. Da sehe ich uns. There's something mushroomy about it. But I don't know if that's good. Is chocolate supposed to smell like mushrooms? Tell you what, why don't you try describing it in a way that doesn't sound gross? Ich kann's ja mal versuchen. Give it a shot. Ob wir was anderes kriegen? Aber wir geben uns richtig Mühe. Caroline, vielen Dank für Wisdom 9. Monat. Dankeschön. Es riecht wie eine Lederjacke. Like a leather jacket. You know those relic clothes from museums? Made from animals. Like that. Okay, let's try this another way. Does it make you feel something when you smell it? Emotions? Names, anything. You think it's edible? Glossing right over the emotion talk. Okay, look, that sample's probably over 100 years old. Food spoiled in the past. It could make you really sick. Riechen. Riechen wir nochmal eine Runde. Ich will es essen. Ich will das nicht essen. Freude, etwas Bitteres und Wärme. I smell it, the more I want to eat it. So, a growing mushroom, right? A leather jacket from a museum, and you want to eat it. Exactly. Okay. Thank you very much. Let's get back to work. Nun, dann essen wir doch mal unsere Lederschokolade, ne? Wie ich sagen, das wäre ja eigentlich ganz nett. Aber wir dürfen ja nicht. Bin ein bisschen enttäuscht. Ah, guck mal da. Wunderbar. Was haben wir denn hier Schönes in diesem Raum? Ist doch richtig nett, dass wir keine Pin benutzen müssen. Hallo. Aha. Steht ja gleich wieder, benutzen Sie Ihre Taschenlampe, die wir nicht besitzen? Die haben wir bestimmt vergessen irgendwo oder so. Was denn? Ist das der Green Tower? Kann das sein? Ich hole mir mal Schokolade. Silver Glass, kannst du uns einen Gefallen tun? Kannst du einmal bitte an der Schokolade riechen und uns deine Gefühle beschreiben, die du hast, wenn du an der Schokolade riechst? Das wäre sehr zuvorkommend. Dankeschön. Edward Green. Das ist für eine wunderschöne Karikatur. Aha. Schon geil. Super. Schön auch. Chat, habt ihr Lust auf ein Buch? Plato Sokrates Defense. Platoon. Apologie des Sokrates. Bedenke, mein Freund, die Bremse muss stechen. Aha. Achso, bedenke, mein Freund, die Bremse muss stechen. Also eine Bremse ist für mich so... Kennt ihr Bremsen, Chat? Stimmt, also es gibt ja die eine oder andere Person, die ja auch reitet und so hier. Oder auch auf dem Land lebt. Ihr kennt Bremsen, ne? Pissviecher, wirklich. War mal schwimmen. Also vor Ewigkeiten, Jahrhunderten. Und ich hatte so eine gottlose Bremse in meinen Oberschenkel gestochen. Auf der Innenseite, ne? Boah, das war kacke. Bremsen, das Schlimmste ist halt wirklich so. Das ist so, Bremsen sorgen halt einfach dafür... Bremsen sind halt einfach dafür verantwortlich, dass man nicht gerne draußen schwimmen geht. Oh, ich kenne meine Gefühle gegenüber Schokolade sehr gut. Beschreib sie uns doch, wenn du möchtest. Lass uns teilhaben an deinen Gefühlen. Besonders der Detective hier. Ja. Ich würde sagen, wir sind hier fertig. Wir haben uns ein bisschen umgeschaut. Und
Ja. Gucken wir doch mal weiter, würde ich sagen. So.